ErzTV fragt, wussten Sie das? Wussten Sie, dass das Kulturhaus in Aue das größte Veranstaltungshaus des Kulturbetriebes des Erzgebirgskreises ist? Rund 300 Veranstaltungen bereicherten 2023 in diesem Kulturzentrum das Angebot im Erzgebirgskreis. Dazu gehörten die Jubiläumsveranstaltungen 60 Jahre Erzgebirgsensemble Aue, die Konzerte der Erzgebirgischen Philharmonie Aue oder die Ehrenamtsgala Erzgebirger. Auf großes Interesse stießen auch die Erzgebirgsweihnacht mit dem Erzgebirgsensemble Aue, die sich längst zu einem historischen Magneten entwickelt hat, sowie die Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre Keen on Rütten. Insgesamt nutzten 2023 ca. 165.000 Gäste das Angebot der Einrichtung des Kulturbetriebes. Das sind 35.000 mehr als noch im Jahr 2022. Die weiteren Einrichtungen sind das Zeiss-Planetarium und die Sternwarte in Schneeberg, die Baldauf-Villa in Marienberg, das Bergbaumuseum in Ösnitz-Erzgebirge, das Kultur- und Freizeitzentrum in Lugau, die Volkshochschule des Erzgebirgskreises sowie die Artmontan-Kulturtage.